Vielen Dank, Philipp. Hallo und herzlich willkommen an allen. Mein Name ist Katharina Berter und ich arbeite in der Deutschen Bibliothek in der Abteilung Service- und Metadatenmanagement. Ich bin die Ansprechpartnerin für die Weitergabe der Daten an Europeana und ich leite auch das Projekt Metadatenqualität für die Deutsche Digitale Bibliothek. Also heute werde ich über den Weg der Daten in die DDB sprechen und über die Metadatenqualität, was das heißt und wie man Metadatenqualität definieren kann. Also für die, die uns noch nicht kennen, was ist die DDB, die Deutsche Digitale Bibliothek? Wir sind vielfältig, wir sind ein Portal, wir sind ein Aggregator, wir sind ein Netzwerk. Die DDB ist Deutschlands zentrales nationales Portal für Kultur und Wissenschaft und hat das Ziel, digitalisierte Bestände zu verknüpfen und zugänglich zu machen. Die DDB wurde in 2012 als Beta-Version, als nationaler Aggregator für Europeaner gelauncht und ist ein Netzwerk der kulturellen Institutionen in Deutschland. Wir haben ein Kompetenznetzwerk von 14 Institutionen, darunter die Deutsche Nationalbibliothek, SUB Göttingen, das Deutsche Filmmuseum und Filminstitut und so weiter, die zusammenarbeiten in verschiedenen Arbeitsgruppen und Communities zusammen. So, Metadaten. Ein Wort, was die DDB oder die Daten, die wir bekommen, am besten bezeichnet, ist Heterogenität. Aber nicht nur die Daten sind heterogen. Wir haben ein heterogenes Publikum, wir haben heterogene Institutionen, die uns Daten liefern. Wir haben Museen, Archiven, Bibliotheken, jeder mit deren Merkmale und die liefern uns heterogene Daten. Also man konnte die ein Teil der Arbeit der DDB so bezeichnen, wir versuchen heterogene Kulturobjekte zu einem gemeinsamen Format zu bringen, ohne dabei an Qualität zu verlieren. Also wir machen Kompromisse, aber wir versuchen, wenn wir die Kompromisse machen, nicht an Qualität zu verlieren. Das ist nicht einfach. Also wir bekommen Daten, die so aussehen, dass sie, das sind Daten in Lido-Format. Lido ist das meistverwendete Format für Museen. Das sind eigentlich sehr schöne Lido-Daten. Und die DDB bietet diese Daten an Endnutzer in diesem Format. Sie haben wahrscheinlich die Objektseiten der DDB mehrmals gesehen, hoffe ich. Und die haben drei Teile, drei Hauptbereiche sozusagen. Den Datenpartnerteil mit Namen und Logo, der Metadatenbereich mit Titel und Merkmale des Objektes, natürlich auch Reststatus oder Lizenz. Und dann gibt es noch das Medium Viewer. Der Weg der Daten. Was sind die Schritte? Also erstmal Formalitäten wie immer oder fast überall. Zu den Formalitäten gehört der Erstkontakt mit den Fachstellen oder mit der Servicestelle der DDB. Die Registrierung der Institution im DDB-Portal und es muss noch ein Kooperationsvertrag unterzeichnet werden. Dann fängt unser Datenclearing-Prozess an, wo wir die Daten oder die Testdaten erhalten in einem unserer akzeptierten Datenformate, mehr dazu in den nächsten Folien, und wo die Daten vorprozessiert werden, falls nötig und transformiert. In unserem DDB-Format. Und wenn alles in Ordnung ist, werden die Daten in Produktion investiert. Falls der Datengeber dies wünscht, werden die Daten dann an Europeaner weitergegeben. Also ein bisschen mehr Info zu den Datenclearing. Was passiert hier? Also, wir bekommen Daten in diesen Formaten, mag Dublin Core, EDM, MetzMods von Bibliotheken, Lido von Museen, EAD von Archive. Dublin Core ist ein sehr flexibles Format. Viele Institutionen liefern uns Daten in Dublin Core. Und wir mappen diese Daten zu DDB EDM. Das ist unser Format, unser Austauschformat sozusagen.
Dazu benutzen wir Transformationsskripte und DDB-EDM ermöglicht die semantische Vernetzung und das strukturierte Layout auf der Webseite und ist, wie gesagt, ein flexibles Format, ist ein Austauschformat. Wir versuchen alles unter einen Hut zu bringen sozusagen und versuchen dabei die Linked-Data-Prinzipien zu beachten und die LDAP-Syntaxe. Wie ich bereits erwähnt habe, ist der Grad der Heterogenität der Daten sehr hoch. Es gibt Inkonsistenzen innerhalb eines Formats. Also wir bekommen Daten in Lido, aber Lido ist nicht gleich Lido. Wir müssen diese lösen, bevor wir die Daten in das interne Format von DDB-EDM umwandeln können. Also es findet ein Vorprozessierungsschritt statt. Wir verwenden eine Vielzahl von Vorprozessierungstools, um die Daten in eine einheitliche Struktur zu bringen. Und wir verwenden OpenRefine, das ist ein Open Source Tool. Cleaning Messy Data ist der Motto. Das ist wirklich so. Unsere Fachstellen und die Europäer haben Mapping-Tools für deren Zwecke selbst entwickelt. Mint verwendet man für die Mappings an EDM und Lido. DPT benutzt die Fachstellenbibliothek, um MAC-EDM-Daten, EDM-Lieferdaten zu DDB-EDM zu mappen. Und DPT benutzt die Fachstellenarchiv, um ERD-Daten zu mappen. Also hinter der Kulisse passiert ganz viel. Ingest. Zu diesem Zweck verwenden wir unser eigenes Ingest- und Transformationstool namens Dash. Das ist webbasiert und damit laden wir die Daten hoch, wir transformieren sie und veröffentlichen sie. Erstmal in ein Testsystem, wo wir die Daten zusammen mit den Datenpartnern reviewen. Und dann kommen die Daten in unser DDB-Produktionssystem. Wenn irgendwas schief läuft, müssen die Schritte dann wiederholt werden. Falls erwünscht ist, die Daten können auch an Europäer weitergegeben werden, auf Wunsch des Datengebers. Aus den 11 Millionen Objekten mit Digitalisat in der DDB wurden 3,2 Millionen Daten weitergegeben und noch 1 Million Daten stehen in der Pipeline. Und wir kommen zu Metadatenqualität. Und warum ist Metadatenqualität wichtig? Also in der Welt der digitalen Kulturerbes sind qualitativ hochwertige Metadaten von großer Bedeutung. Weil Metadaten es möglich machen, Kulturobjekte zu beschreiben, zu finden und zu verbreiten. Vielleicht könnte man die Metadaten als Schlüsselprodukt der Digitalisierung betrachten. Also Metadatenliebhaber würden das gerne sagen, glaube ich. Ohne Metadaten geht es nicht und wir brauchen gute Metadaten. Aber was sind gute Metadaten? Dieser Begriff Digital Invisibility ist jetzt irgendwie Trend. Manchmal ist Digital Invisibility erwünscht, manchmal nicht. In diesem Fall ist Digital Invisibility nicht erwünscht. Und dieses Problem der digitalen Unsichtbarkeit lässt sich gut mit dem Suchbegriff Foto demonstrieren oder unbekannt oder Vase oder und so weiter. Und dazu erhalten wir Tausende von Treffen und wir können diese Objekte nicht differenzieren. Zum Beispiel das Foto, das Objekt hier mit dem Titel Unbekannt. Wir wissen nicht, wer der Fotograf war. Also wir haben diese Daten von Bedeutung Fotothek bekommen, das wissen wir. Wir wissen, wo sich das Foto befindet, aber mehr wissen wir nicht über das Objekt. Und es ist hier eine Stadt, ein Fluss, ein Ort. Alles das kann eigentlich beschrieben werden. Wie gesagt, wenn wir nach dem Begriff Foto suchen, kriegen wir viele Objekte. Aber die erhalten keine relevante oder von Menschen und Maschinen lesbare Felder. Und sie sind nicht strukturiert, sodass es für Menschen logisch sinnvoll ist, irgendwas hier zu finden.
nehmen wir ein Objekt davon, wieder unbekannt, aber wir haben hier ein bisschen mehr Information. Das Objekt befindet sich übrigens nicht mehr in der DDB. Das Objekt wurde verbessert, korrigiert. Also das ist ein alter Stand. Genau. Wir haben einen Ort. Wir haben eine Location, aber auch ein paar Schlagwörter. Aber wenn wir näher gucken, wir sehen hier, dass es gar nicht unbekannt ist, das Objekt, das ist eine Raspelklinge oder Klingerkratzer aus der Steinzeit. Also wenn ich dann nach Raspelklinge suchen würde aus der Steinzeit, würde ich das Objekt nicht finden. Wie definieren wir Datenqualität oder Metadatenqualität? Was sind die Kriterien? Das ist sehr schwierig und bis 2007, glaube ich, haben sich Leute nicht so viel damit beschäftigt, weil es so schwer ist zu definieren. Und ich möchte gerne eine kleine bunte Geschichte erzählen zum metaphorischen Vergleich. Also Bruce Thomas und Diane Hillman, die waren Pioniere, die den Mut hatten, damit sich zu beschäftigen. Aber was haben sie gesagt? Wie Pornografie ist Metadatenqualität schwierig zu definieren. Warum haben sie das gesagt? Also das ist eine wahre Geschichte. I know it when I see it oder if you know, you know. Der Ausdruck wurde in 1964 von ein Richter in dem obersten Gerichtshof der USA verwendet, um Obszönität zu beschreiben. Und Bruce Thomas und Diane Hillman wollen damit sagen, dass Metadatenqualität ist schwierig zu definieren, aber sie kamen doch mit 7 Kriterien dazu in deren Werk. Das heißt, The Continuum of Metadata Quality, Defining, Expressing, Exploiting. Und was sind deren Kriterien? Die Metadatenqualität wird aufgrund der Genauigkeit, Vollständigkeit, logische Konsistenz, Zugänglichkeit, Aktualität, Herkunft der Daten definiert. All das machen die Daten fit for purpose. Aber was ist der Purpose? Und wir gehen weiter mit Europäern, weil Europäer hat sich auch damit beschäftigt. In 2015 wurde eine Arbeitsgruppe, ein Taskforce erstellt und die Leute, ich weiß, die DDB, unsere Kollegin Francesca Schulze in der DDB war auch dabei und sie haben versucht, die Datenqualität aus Sicht der Europäer zu definieren. Und in dem Report, in dem Bericht stand, die Qualität der Metadaten wird durch eine Reihe von Prozessen gesteuert, die sicherstellen, dass die Kulturobjekte in einer Weise identifiziert, entdeckt und gesehen werden können, die dem Kontext entspricht, in dem der Datenpartner sie erstellt hat. Und Metadaten müssen Informationen über die Wiederverwendung erhalten, also die Lizenzen. Hier haben wir ein paar Schlüsselwörter, also die Daten müssen identifiziert werden, die müssen entdeckt werden können, gesehen, im Kontext gesehen werden und es wäre schön, wenn diese Daten wiederverwendet werden könnten. Und das sind die Schlussfolgerungen der Taskforce, oder besser gesagt, das sind die Kriterien, die Europäer denkt, dass die Metadaten erfüllen müssen. Die Daten müssen aufbindbar sein, sie müssen sinnvoll für Benutzer sein, standardisiert. Die Standardisierung hatten Diane Hillman und Bruce Thomas noch nicht im Blick damals. Die müssen sichtbar sein, die müssen klar zur Wiederverwendung sein, also die Lizenzen. Sie müssen menschlich und maschinell lesbar sein. Das ist wichtig für die spätere Anreicherung und Suche. Und sie müssen Ergebnisse eines vertrauenswürdigen Prozesses sein. Und das ist ziemlich wichtig, weil die Daten sind das Ergebnis mehrerer Prozesse. Und es ist ziemlich wichtig, dass sie, wenn sie diese Prozesse durchlaufen, nicht an Qualität verlieren. Was sind die Prozesse? Weil wir dürfen Metadaten nicht nur im Kontext eines Endprodukts betrachten. Also die Datenqualität ist nicht ein Endprodukt der DDB oder der Europäer.
Um qualitativ hochwertige Metadaten zu erzeugen, müssen zwischen dem Datenpartner, der Aggregator, DDB und Europeaner eine Reihe vertrauenswürdiger Prozesse stattfinden. Und dieses Diagramm hier zeigt die Anzahl der Prozesse, die ein Kulturobjekt zwischen Digitalisierung und Wiederverwendung durchläuft. Und alle Beteiligten müssen achten, dass, wenn die Objekte digitalisiert erschlossen, also insbesondere wenn die erschlossen werden, indiziert, geliefert, transformiert, nicht an Qualität verlieren. Und das ist nicht einfach, weil es gibt Hürden. Das Objekt, das Foto hier fand ich sehr schön zum Illustrieren. Das Foto kommt von der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel und heißt Bona Causa auf dem Weg zu Victoria. Bedrängt und angegriffen von der Personifikation der Hürden und Gefahren eines Rechtsstreites. Das ist sehr schön zu illustrieren. Und es geht um die Hürden, die der Bereitstellung guter Metadaten im Wege stehen. Also, wie gesagt, die Metadaten sind ein Ergebnis mehrerer Prozesse und Fehler können passieren. Wir sind alle Menschen. Vielleicht gibt es nicht genug Ressourcen, um die Prozesse zu unterstützen. Art des Materials, man digitalisiert und erschließt Manuskripte anders als Filme oder Videos. Vielleicht gibt es Dokumentation, die nicht gut genug ist, nicht vollständig ist, nicht transparent genug ist. Oder vielleicht können rechtliche Fragen nicht richtig geklärt werden. Es fehlt vielleicht an Know-how und so weiter. Europeaner nach dem Bericht der Taskforce ist weitergegangen. Er hat ein Publishing Framework, also eigentlich zwei Frameworks erstellt. Einmal für Metadaten und einmal für digitale Inhalte, also für Content. So dass Sie die Daten für die Datenqualitätsstufen definieren können. Also hier für Metadaten haben wir Stufe A, B, C, wo C die beste Stufe ist. Wie wir wissen, Metadaten sind wichtig, weil sie den Benutzer helfen, die gesuchten Objekte zu finden. Erstmal. Und Europäer kommt hier mit drei Kriterien. Für Europäer ist Mehrsprachigkeit sehr wichtig. Dann haben sie diese Enabling Elements definiert und das ist eine Liste von Elementen, die bestimmte Nutzerszenarien unterstützen. Und die Enabling Elements sind hier unten aufgelistet. Und sie haben im Mapping in EDM vier Contextual Classes von Metadaten. Also die sind ein Contextual Class für Personen, für Orte, für Zeit und Konzepte oder Themen. Und alle diese unterstützen die Entdeckung der Objekte. Also Metadaten unterstützen Discovery. Und jetzt das Framework für Content. Sie haben hier wieder Stufen, diesmal sind es Zahlen, 1, 2, 3, 4. 4 ist die beste Stufe. Sind ein Mix aus Regeln, die die Qualität der digitalen Objekte definieren, zusammen mit der Lizenz. Also die Lizenz spielt hier eine große Rolle. Je offener, desto besser natürlich. Also was zählt hier? Die Daten, also die digitalen Inhalte müssen offen, high quality und visible sein. Und was unterstützt das? Das unterstützt die Wiederverwendung der Objekte. Der digitalen Inhalte, besser gesagt. Also, wir haben gesagt, Diane Hillman und Bruce Thomas haben gesagt, fit for purpose, aber was ist der Purpose? Und nachdem wir alles gelesen haben und gesehen haben, was Europäer hier gemacht hat, es ist klar, Wiederverwendung und Entdeckung, also Reuse und Discovery, sind für Europäer sehr wichtig. Und natürlich gibt es zu dem Thema mehrere Schools of Thought, Denkschulen, die FAIR-Prinzipien kennen wahrscheinlich alle, findable, accessible, interoperable, reusable und da haben wir es wieder, Reuse und Entdeckung, Discovery. Was macht die DDB in diesem Sinn, in dieser Richtung? Also seit Juli 2020 läuft das Projekt Verbesserung der Qualität der Metadaten und der Prozesse der Verarbeitung in der DDB und das Projekt ist liebevoll genannt, das MQ-Projekt, nennen wir das, weil wir das lieben.
Und warum machen wir das? Weil wir es müssen. Schauen wir uns kurz die Ziele und Projekte und Ergebnisse des Projektes an. Was sind die Ziele? Natürlich, wir wollen eine bessere Metadatenqualität erreichen. Und dafür konzentrieren wir uns auf die Metadaten selbst und auf die Prozesse, weil die Metadaten das Ergebnis Prozessen sind. Genau. Das sind die Arbeitspakete, also Geld, Metadaten, Grundprozesse. Das sind die Arbeitspakete, die die Metadaten betreffen. Wir analysieren erstmal die Metadaten. Wir erstellen Kriterien, womit wir diese Analyse durchführen können. Und dann erstellen wir Mindestanforderungen oder Pflichtelemente für die Metadaten. Standardisierung spielt hier in dem Projekt auch eine große Rolle. Für die Prozesse, wir konzentrieren uns auf die Vorprozessierung und Entwicklungsumgebung. Und das heißt eine bessere Dokumentation. Was wollen wir am Ende des Projektes erreichen? Und wieder Geld, Metadaten, Grünprozesse. Wir wollen informieren mittels Standardisierungsworkshops und Handreichung, was die Metadatenqualität betrifft und was die Standardisierung betrifft. Wir wollen die Metadatenqualität analysieren. Wo stehen wir? Was haben wir da? Was kann verbessert werden und wie? Das machen wir mit einer Bewertungsmatrix. Und am Ende wollen wir ein Anreicherungskonzept erstellen. Also eine semi-automatische Anreicherung, weil auch eine perfekte automatische Anreicherung gibt es noch nicht. Also grüne Prozesse, wir wollen eine bessere Dokumentation, wir wollen eine bessere Vorprozessierung, wir wollen Schnittstellen zwischen den Werkzeugen und wir wollen ein besseres Vorprozessierungstool. Alle diese Ergebnisse haben wir in vier Bereiche aufgeteilt. Wir wollen informieren, wir wollen erkennen, wir wollen wissen, wo wir sind. Wir wollen uns besser strukturieren, die Daten aufbereiten und wir wollen die nächsten Schritte gestalten. Und da kamen wir jetzt zum Schluss schnell die Liste der Pflichtelementen für die DDB, für die Lieferdaten. Es gibt 7 Metadatenelemente, die in den Lieferdaten vorhanden sein müssen. Identifikator für die Maschine, Identifikator für den Datensatz und für den Datengeber, damit wir die Daten richtig zuordnen können. Vorschaubild, Link zum digitalen Objekt, Rechtsstatus für das digitale Objekt. Das Objekt muss mindestens einen Titel haben und einen Objekttyp. Hier sind die Links zu unserer Community, DDB Community Wiki, wo wo alles besser beschrieben ist und alle Informationen stehen da zur Verfügung. Genau. Und ich bedanke mich und ich stehe zur Verfügung für Fragen.